Die Frage 1, die uns einmal natürlich vom Zivilschutzverband brennend interessiert, warum haben Sie überhaupt mit dem Zivilschutzverband Kontakt aufgenommen? Was war da die Idee dahinter? Ja, die Idee war, dass wir einen Partner gesucht haben, der ein Profi ist zum Thema Sicherheit. Wir haben uns im Vorjahr entschlossen, dass wir das Thema Sicherheit aufgreifen, weil es einfach gut zum zur Bank passt und weil die Kunden Sicherheit bei der Bank erwarten für die uns anvertrauten Werte, für den Zahlungsverkehr, für alle Dienstleistungen, die wir erbringen. Sicherheit steht für Bank und Sicherheit steht vor allem für den Zivilschutzverband. Da war es ein logischer Partner für uns. Das Szenario, das sich die Raiffeisenbank gemeinsam mit dem Zivilschutzverband vorgenommen hat, ist, was passiert tatsächlich bei einem Blackout, bei einem großflächigen Stromausfall, der länger andauert? Ja, was passiert dann seitens der Bank? Was sind so die größten Herausforderungen, die dann auf Sie und Ihre Institution zukommen? Naja, unsere größte Herausforderung wird sein, ob wir es überhaupt schaffen können, hier einen Bankbetrieb aufrechtzuerhalten, weil das ohne Strom heute nicht vorstellbar ist. Ohne Strom und Internet steht der Bankbetrieb. Es gibt ein paar wenige Mitarbeiter, die nur wissen, wie man händisch und am Papier Buchungen vornimmt. Und denken Sie nur an die Bargeldversorgung, an die Bankomaten. Ohne Strom funktioniert hier nichts. Was heißt das jetzt für mich als Bürger oder als Kunden? Sofern die Tür überhaupt noch aufgeht ohne Strom, nehmen wir an, ich komme rein in die Filiale, was funktioniert dann noch? Ohne Strom funktionieren keine Buchungen und damit funktioniert kein Bankgeschäft. Wir können für so einen Fall nur empfehlen, dass der Bürger vom guten alten Bargeld hier einen gewissen Vorrat vorhält. Noch einmal ganz deutlich nachgefragt. Also die Empfehlung ist Sparstrumpf. Die Empfehlung ist Sparstrumpf, ja, aber nicht in einem zu großen Ausmaß, damit man den Einbruchsdiebstahl hier nicht herausfordert. Damit sind wir gleich beim nächsten Thema, das uns natürlich schon interessiert, nämlich das Thema Sicherheit der Bank. Also in einer Bank lagern natürlich Werte. Wenn jetzt der Strom nicht mehr da ist und Alarmanlagen nicht funktionieren, wie sicher sind die Werte, die da in der Bank lagern? Also die Werte, die bei uns lagern, die sind insofern ganz sicher, weil ja die Räume und Tresore mechanisch gesichert sind und nicht nur elektronisch. Und wenn hier der elektronische Kreis ausfällt, funktioniert der mechanische Kreis. Eine ganz persönliche Frage, wenn es tatsächlich zum Blackout kommt, wie gut sind Sie persönlich vorbereitet? Also ich werde zu dem Schluss kommen, wenn ich unsere 4 Veranstaltungen besucht habe, dass ich zu wenig vorbereitet bin und werde mir viele Tipps mit nach Hause nehmen und die auch bestimmt umsetzen. Damit sind wir auch schon beim Stichwort Thema Veranstaltungen. 4 Veranstaltungen wird es geben. Wann, wo und worum wird es im Detail gehen? Ja, wir sind mit unseren Veranstaltungen ganz bewusst in die Regionen gegangen. Wir sind ja eine Genossenschaft, die aus der Region kommt und wir zeichnen uns aus, dass wir ganz nahe beim Kunden sind und gehen auch mit Veranstaltungen lieber dezentral zum Kunden, als dass wir zentral eine große Veranstaltung machen. Jetzt gibt es 4 Veranstaltungen zum gleichen Thema. Am 17. Oktober im Feuerwehrhaus in Weinzierl am Walde, am 18. Oktober im Feuerwehrhaus in Egelsee, am 14. November im Gasthaus Siebenhandel in Mühldorf und am 20. November im Kraftwerk Theiß. Dazu sind alle herzlich eingeladen, ob sie jetzt Bankkunden sind oder nicht. Die Einladung richtet sich an die Bevölkerung. Da steht der Zivilschutzverband einfach dahinter und Pate.